Und herzlich willkommen zur ersten Rezension hier bei YouTube von familiennerd.de. Ich habe mir als erstes Spiel Stackability ausgesucht. Man merkt schon, ein Titel, der mir auf den ersten Blick überhaupt nichts sagte und wo ich mich auch gefragt habe, Stack, okay, stapeln, da kann man sich vielleicht etwas drunter denken, aber Biddy, das hat mir gar nichts gesagt und das erfährt man auch erst, wenn man entweder die Anleitung liest oder auch ein bisschen die Rückseite, die ich tatsächlich sehr strukturiert finde. Es wird in Bildern genau erklärt, ja, wie dieses Spiel funktioniert, sodass die Anleitung im Grunde dann schon noch ein bisschen weitergeht, aber man, wenn man das im Regal finden würde, ja, schon einen ziemlich genauen Überblick darüber hätte, worum es denn hier eigentlich geht. Auf den ersten Blick, wenn man sich das anguckt, dachte ich, ja, ein bisschen stapeln, das sieht nicht nach viel aus, nicht nach hoher Höhe, kann ja eigentlich nicht so schwer sein, war wahrscheinlich eher ein einfaches Familienspiel der Game Factory. Wurde eines Besseren belehrt, das kann ich gleich sagen. Dieses Spiel hat uns sehr gut gefallen, auch das ist gleich zu erwähnen. Was man gleich loben darf, ist, man öffnet die Packung, sie ist randvoll und, was eine Seltenheit ist, sehr gut strukturiert. Die großen Steine haben jeweils eine eigene Nische, die kleinen Steine jeweils und auch die Würfel passen ganz genau in ihren Bereich des Spiels hinein. Was haben wir also neben einer sehr bunten Anleitung? Gibt es einen Bogen, wo man abrechnen kann, die Punkte, Bogen beidseitig bedruckt, auch das sehr schön, dass man also ja, für genug Partien, denke ich, hier spielen kann. Die Steine gibt es jeweils in vier Farben, blau, orange und gerade unten schon komplett ausgepackt, noch gelb und lila. Ich kann einmal tatsächlich der gelben Farbe mal alle Steine raus. Das sind dann tatsächlich auch die, die jeder Spieler bekommt. Zusätzlich gibt es von den kleinen Steinen in jeder Farbe, weiß, rot, ein bisschen grün hier, weiß, rot, grau und blau auch noch ein. Und wenn wir es alleine spielen würden, was natürlich keinen Sinn macht, das Spiel ist ab 2 Spielern bis 4 Spielern, so viele Farben es gibt, dann hätten wir das die Ausrüstung, die wir bräuchten. Es wird gespielt über 7 Runden. Kann man an dem Block sehr gut sehen. 7 Runden bedeutet, es geht von oben nach unten in jeder Farbe und auf der linken Seite ist dann die Höhe des Turmes jeweils schon beschrieben. Das heißt, die Herausforderung bei Stackability ist, dass es in jeder Runde ein Stückchen höher geht. Die erste Runde hat 6 Ebenen, in der letzten Ebene werden dann tatsächlich alle Steine gebraucht, dann geht es bis in die 12. Ebene hinauf. Nun, was sind denn jetzt Biddies? Biddies sind diese 4 kleinen Steine hier, in diesen 4 Größen und 4 Farben. Diese kleinen Steine werden zusätzlich immer in diese Türme eingebaut. Das Besondere dabei generell an diesen Türmen ist, wie man vielleicht auch schon ganz gut sehen kann, dass es immer einen Anfang und ein Ende gibt und eine schwarze Linie darüber geht. Diese schwarze Linie ist auf jeder Seite eines jeden Steines grundsätzlich komplett verschieden. Nun soll man die Steine übereinander bauen, ich erzähle gleich noch etwas zu den Biddies, muss also, ich muss aufpassen, dann immer aufpassen, dass die Enden direkt aufeinander gehen. Das ist in diesem Fall nicht so, das würde nicht passen. So muss man sich also, das ist schwierig, wenn man nicht hinguckt, aber muss ich jetzt suchen und würde irgendwann tatsächlich einen Stein finden, der passt. Und jetzt ist es wichtig, die Steine müssen natürlich nicht direkt übereinander liegen, sondern das einzig Wichtige in diesem Spiel ist, dass diese schwarze Linie hier immer direkt übereinander passt und einen Weg nach oben weiterverführt. Das ist, man sieht es jetzt schon bei 2 Steinen, relativ einfach. Und wenn ich jetzt einen 3. Stein draufsetzen würde, könnte ich den vielleicht sogar noch weiter zur Seite bewegen. Das mache ich nicht ganz so gerade. Das würde auch noch hinhauen. Aber irgendwann ist es dann so, dass ich mich festbauen würde und das Ganze fällt um. Das wäre noch einfach oder hinzukriegen. Auch wenn man nachher in den höheren Höhen schon ein Problem allein darin besteht, immer noch passende Enden zu finden, das kann ich sagen, die dann nicht das komplett wegbrechen lassen, weil es halt wirklich Steine gibt, die sehr weit außen haben, ihre Punkte, und sehr weit innen. Nun gibt es 4 Würfel, die werden am Anfang jeder Spielrunde gewürfelt. Spielrunde bedeutet hier, dass alle Spieler gleichzeitig bauen. Es gibt nochmal Bonuspunkte für den, der am Ende als erstes fertig ist. Und jeder, der dann nicht fertig ist, kriegt jeweils nur so viele Punkte, wie er gerade Höhenebenen geschafft hat. Man würfelt also die Würfel und sieht dann gleich, dass sehr gut markiert ist hier, jeder Würfel hat die Farbe eines passenden Biddies.
Und es müssen mindestens drei unterschiedliche Würfelergebnisse vorhanden sein, dann ist ein Wurf gültig und sonst wird noch einmal gewürfelt. Das macht man so lange, bis man drei Ergebnisse hat. Sollte einmal, also sollten es drei sein und trotzdem aber, sei es, wir haben eine 2, eine 3 und dann aber zwei Vieren, dann darf der würfelnde Spieler entscheiden, welche Farbe des Biddies genommen wird. Also würden wir uns für die weiße 4 entscheiden, wären das die drei Biddies, die jetzt im Spiel sind. Es ist so, dass in den ersten 6 Runden immer drei Biddies im Spiel sind und in der letzten Runde müssen es dann 4 sein, also vom Würfelergebnis. Aber wenn ein Würfelwurf, es sind W10, das heißt, es kann auch eine 10, 9, 8 oder 7 geben, in der ersten Runde mit einer 6 würde es nicht zählen. Also, wenn ich eine 2, 4, 8 und 10 würfel, wie in, na, wo ist sie denn? Hier in diesem Beispiel, dann würden in der ersten Runde mit 6 Ebenen nur die Biddies mit der 2 und der 4 genannt, obwohl sie mit reingenommen werden. Faden verloren, Entschuldigung. Würden in der ersten Ebene nur die 2 Biddies mit der 2 und der 4 genommen werden, und obwohl man 4 unterschiedliche Würfelergebnisse hatte, von denen ja 3 zählen in den Runden, fällt der weg, weil eine 8 im Grunde halt zu hoch ist. Mit der 2 oder 4 würde jetzt bedeuten, ich achte absolut nicht darauf, dass es passt. Die erste Ebene ist ein gelber Stein, die zweite Ebene, der graue Würfel, ist ein Biddy. Dann kommt die dritte Ebene, die vierte Ebene, fünfte, sechste. So hoch müsste ich bauen in der ersten Runde. Aber wie gesagt, jetzt ist es ein kunterbuntes Durcheinander und in der Realität müsste es dann, hier auf der Packung auch, eine gerade Linie sein bis ganz oben in der ersten Runde. Das ist noch einfach, das geht relativ schnell. Ich sage mal so, die ersten 3 bis 5 Runden, das ist eher ein Wettstreit, wer am schnellsten fertig ist. Dabei spielt es auch noch eine Rolle, dass diese Biddies auf 2 Seiten lachende Gesichter haben. Für diese lachenden Gesichter, wenn man es so schafft, dass die auf der Linie abgebildet sind, so dass dieses passende Gesicht richtig rum zu einem zeigt, gibt es auch noch Bonuspunkte. Es darf also nicht über Kopf stehen oder es darf nicht die Seite zu sehen sein, wo gar nichts ist, dann gilt es auch, aber es gibt halt keinen Extrapunkt. Aber wenn man selber angelacht wird von seinem Stein, gibt es noch einen Extrapunkt. Ja, und so geht es halt hoch, bis irgendwann 12 Ebenen geschafft sind. Und ja, ich sage mal so, ab der 9. 10. Ebene kann es durchaus knifflig werden und die 11. und 12. Ebene, gerade die letzte, da kann es schon öfter mal passieren am Spieltisch, dass es ordentlich kracht und es wieder von vorne losgeht. Ja, Stackability ist ein Spiel, was sehr einsteigerfreundlich ist, gerade auch ab 8 Jahren. Ich denke, auch Kinder haben hier schon ihren Spaß. Auch wir als Erwachsene, auch in Runden untereinander, hatten immer großen Spaß. Es ist einsteigerfreundlich, wie gesagt, man kommt schnell rein, hat die Regeln sehr schnell begriffen, ein Beispiel gezeigt und eigentlich weiß jeder am Spieltisch, worum es geht. Aber es ist halt auch herausfordernd und auch auf Schnelligkeitsspiel, die richtigen Steine, die richtigen Kombinationen, oft ist dann die Linie richtig, aber die am falschen Ende, also man muss schon gut aufpassen, muss logisch denken können, muss so ein bisschen Balancegefühl haben, es ist wirklich eine tolle Mischung, ein schnelles, eingängiges Spiel, viel Spielmaterial und das Beste, der Preis, der liegt nur bei knapp 20 Euro, was ich sehr, sehr fair finde und so, ja, das hier für mich ein rundum gelungenes Familienspiel und ich kann Stackability jedem nur wärmstens empfehlen, der solche Arten spielen mag. Ja, das war's. Vielen Dank und auf Wiedersehen.